Die Saison in der DTM hat heute begonnen mit dem ersten Testtag. Luki, du bist ja schon ganz heiß, du bist ja schon mehrere Rennen heuer gefahren, aber der erste Testtag. Ja, ich bin heiß, Wetter ist kalt, aber nein, ist cool, auf jeden Fall. Ist der erste offizielle Test des Jahres und ein bisschen der Startschuss. Und wird interessant, wer da das führt und einer der härtesten DTM-Meisterschaften, was ich jemals gesehen habe. Der Meister im Team, also im Team schon eine harte Konkurrenz. Auf jeden Fall, ja. Im Team sehr harte Konkurrenz. Ich und der Max haben relativ gute Erfahrung. David ist ein Rookie, aber sehr schneller. Also wird auf jeden Fall interessant, dass sich so viele Hersteller zur DTM committed haben. Und das zeigt auch einfach auf welchem Level das da gearbeitet wird, welches Level das die DTM hat. Und ich glaube, wird eine lässige Meisterschaft. Ja, richtiger Aufschwung von letzten Jahr auf heuer. Letztes Jahr waren knapp über 20 und heuer 29 Autos. Also da hat Gerhard richtig gute Arbeit geleistet. Ja, mega Job hat er gemacht und heißesten und coolsten Serien zum Beobachten. Liquimolle, gut geschmiert in der gesamten Mobilität. Schmierstoffe, Motoröle, Getriebeöle, Hydrauliköle. Additive, Vitamine für den Motor. Fahrzeugpflege, für die Schönheit eurer Mobilität. Letztes Jahr noch ADAC GT Masters und heuer bei der DTM mit dabei. Was ist das für ein Aufstieg für dich? Für mich ist es natürlich ein super Schritt vorwärts und nach oben. Freue mich auf die Saison. Ich glaube, wir haben über den Winter die Hausaufgaben erledigt und sind jetzt bereit, dass es endlich losgeht. Ja, man hat ja gesehen, du bist ja heute Vormittag Training schon ziemlich schnell gewesen. Ja, gut. Also sind wir schön natürlich, wenn man weit oben steht auf der Liste, aber im Endeffekt war es, wie gesagt, nass und das ist relativ wenig aussagekräftig. Mal schauen, wie es am Nachmittag wird, wenn es hoffentlich abtrocknet, aber wie gesagt, Vormittag sagt wenig aus. Was wird Thomas jetzt beim freien Training heute Nachmittag und morgen hier beweisen? Er ist einer der schnellsten. Heute Vormittag B3 fuhr er ein mit dem Porsche vom Team Bernhard. Richtig tolle Starterfeld. Auf jeden Fall und von den 29 sind mindestens 20 auch siegfähig, also so eine fahrerisch starke Serie habe ich schon wahrscheinlich überhaupt noch nie gesehen, also das ist schon auf jeden Fall riesengroß und wenn du in der DTM diese Saison erfolgreich bist, dann ist es schon was wert. Porsche das erste Mal mit dabei in der DTM, es hat es noch nie gegeben, früher war das eine Turnwagen-Szene und jetzt ist es eine GT-Szene, wie siehst du das für Porsche? Ich glaube, für Porsche ist das ein interessanter Schritt, wie du gesagt hast, Porsche war noch nie dabei. Es gibt natürlich viele neue Komponenten, die da dazugehören, die man lernen muss als Hersteller. Aber grundsätzlich ist Porsche eigentlich egal wo, egal wie, mit welchem Auto, immer vorne dabei, immer erfolgreich. Und ich hoffe natürlich, dass das in der DTM auch so gut läuft. Jetzt hast du einen sehr erfolgreichen, wenn nicht den erfolgreichsten Teamchef mit Timo Bernhard. 24 Stunden, eine Legende bei Le Mans. Und wie arbeitet ihr zusammen? Ja, wir kennen uns ja schon aus dem Vorjahr, aus dem GT Masters. Wir sind natürlich eine eingespielte Truppe mit allen anderen Beteiligten. Und von dem her ist es viel leichteres Arbeiten, als wenn man sich erst kennenlernen muss. Das ist auf jeden Fall zumindest kein Nachteil. Und bis jetzt funktioniert alles super. Die Saison ist wieder lang in der DTM. Wir wünschen dir viel Erfolg in Portimao. In 14 Tagen geht es los. Alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Dieser Bericht wurde Ihnen von Hakro Held seit 1969 präsentiert. Der amtierende Meister Max Götz, der heute hier bei der DTM wieder mit einem Mercedes am Start steht, auf BWD und mit Winward Racing. Max, Titelverteidigung. Ja, wir haben ja letztes Jahr schon gesprochen, haben wir gerade drüber gequatscht. Da war noch nicht klar, dass ich mit der 1 jetzt das folgende Jahr fahren werde. Und ich bin sehr stolz, die 1 auf dem Auto zu haben. Zusammen mit Mercedes AMG und BWT haben wir letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen. Mit HRT Racing, wie du sagst, ich habe das Team gewechselt, also viel Neues. Aber Farbe vom Auto, das Grunddesign ist ähnlich. Das heißt, das Fahrzeug hat sich nicht geändert, die Farbe nicht, aber das Drumherum ist schon deutlich anders wie letztes Jahr. Ja, Max, eine tolle Konkurrenz im Lager. Luca Sauer, auch ein sehr schneller Pilot und der junge David Schumacher, den wir ihr helfen werdet, heuer im Jahr 2022 in seiner ersten Saison. Was kannst du jetzt bei diesem Team Winward für die Titelverteidigung alles machen?
Ja, also ich glaube, da ist sehr viel Erfahrung im Team mit Luki, der eine starke Saisonhälfte hatte. Ich als Meister bringe natürlich auch viel Erfahrung mit von einem anderen Team. Und ich glaube, wir sind alle top motiviert. Das Team ist ja auch nicht ganz neu für mich. Ich habe ja auch in der Vergangenheit schon mit den Jungs gearbeitet und wir haben ja schon gemeinsam auch Titel errungen. Ich kenne auch die meisten Jungs von früher und es ist schön, wieder hier zu sein. Natürlich, man muss sich erstmal eingrufen, die Abläufe sind ein bisschen anders und so viel Zeit ist ja auch nicht mehr, bevor es dann in Portimao losgeht. Ja, heute das erste freie Training, wie ist dir eigentlich gelaufen? Du, ich war glaube ich auf 5-6, war ganz okay. Ich meine, es ging jetzt nicht darum, hier schnellster zu sein. Erstmal das Auto einfahren, das Auto ist flammneu. Erstmal so ein bisschen wieder Rhythmus finden. Das waren auch meine ersten Meter in Hockenheim in diesem Jahr. Und auch bei widrigsten Bedingungen draußen. Also es war nicht ganz so easy. Aber für die ersten Meter bin ich doch ganz zufrieden. Ja, das Ziel ist natürlich, den Titel verteidigen. Definitiv, das ist klar. Der Druck ist definitiv da, auch im Haus, sage ich mal so. Luki hat eine starke Saison gezeigt und es ist für mich auch ganz wichtig, die interne Konkurrenz im Griff zu haben. Das ist einfach so, du musst den Teamkollegen als ersten Gegner sehen. Und ich glaube, wir haben generell eine starke Mercedes-AMG-Mannschaft mit 7-8 Fahrzeugen am Start. Wieder die meisten Fahrzeuge im Feld. Und erstmal hier da der Beste sein und dann mal gucken, wo wir dann landen werden. Aber ich denke, mit den Reglementänderungen, die wir haben dieses Jahr, ich glaube, das kann nur gut sein für die Serie. Und ich glaube, dass es dann auch ja, sehr, sehr spannend wird im Überlauf des Jahres. Ja, die Konkurrenz ist stark. 29 Fahrzeuge. Ja, definitiv. Große Namen sind dabei. René Rast, ja, zum Beispiel Nico Müller. Das sind so die alten Haudegen aus der DTM. Sheldon van der Linde, Kelvin van der Linde, Philipp Eng. Also das sind ja schon auch Namen dabei, die aus der alten DTM kommen. Aber auch viele Youngster oder beziehungsweise GT-Spezialisten, die jetzt in die DTM kommen. Mirko Bortolotti zum Beispiel, der sehr, sehr stark ist auf dem Lambo. Aber auch die Porsche-Jungs, sehr, sehr stark besetzt. Also ich glaube, da können alle Meister werden. Also da gibt es keinen, der irgendwie schlecht ist. Also das Level ist sehr, sehr hoch. Ich würde sagen, vielleicht sogar noch höher wie letztes Jahr. Und das macht es aber auch aus, die DTM mit so einem starken Feld am Start zu sehen, das macht mich auch ja, froh. Ja, Max, wir wünschen dir jetzt noch zwei tolle Tage hier, tolle Testtage und dann schauen wir in Portimao, wenn es losgeht. Und wir wünschen dir alles Gute und ein tolles Jahr 2022. Jawohl, vielen Dank und mal schauen, wo wir am Ende stehen, ob wir wieder da stehen und die 1 nach oben drücken. Ich genau. Diesen Bericht präsentiert Ihnen Brückel Design, der Spezialist für Helmlackierungen. Und dein Markenzeichen ist dein Helm, individuell gestaltet von Brückel Design.